Schweiz. Vielen Dank und herzlich willkommen. Ich muss erst mal schauen, worum das hier geht. So. Wusstest du, dass 9% der deutschen Bevölkerung eine Behinderung haben? International sind es sogar 15%. Diese Menschen könnten deine Website-Nutzer oder Kunden sein. Deswegen möchte ich dir heute ein paar Tipps geben zum Thema Barrierefreiheit. Erstmal Grundlagen sozusagen, was ist es überhaupt und was hat das mit SEO zu tun und natürlich auch dann die Umsetzung. Aber zuerst möchte ich mich kurz vorstellen. Ich bin Saskia Bader, ich arbeite in einer Webagentur als Website-Entwicklerin, bin nebenher professionell ausgebildete Vortragsrednerin zu den Themen Ziele erreichen, Diversity und Barrierefreiheit, habe ein Buch geschrieben und weil ich auch selber eben eine Sehbehinderung habe, ist es eben so, dass ich das Thema Barrierefreiheit sowohl aus Anbieter- bzw. Website-Betreiber als auch aus Nutzer- oder Nutzerinnen-Sicht kenne. Ja, was ist eigentlich digitale Barrierefreiheit? Oh, es ist gerade ein bisschen abgeschnitten hier, muss ich mal kurz schauen. Digitale Barrierefreiheit bedeutet, dass Menschen unabhängig von ihrer Behinderung auf die Funktionen und die Informationen an der Webseite oder eines anderen digitalen Angebots zugreifen können. Das heißt, Menschen, die nicht sehen können oder wenig sehen können, dass sie eine Alternative bekommen für visuelle Elemente. Also Leute, die nicht hören können oder Hörprobleme haben, dass sie auditive Informationen zum Beispiel durch Untertitel ersetzt bekommen. Einfach, dass eine Webseite oder eine digitale Anwendung Rücksicht nimmt auf besondere Bedürfnisse von Menschen mit verschiedenen Beeinträchtigungen. Stellen wir uns mal vor, ich wäre eine Online-Shop-Benutzerin und ich wäre ganz blind, das bin ich zum Glück nicht. Und dann komme ich auf so eine Webseite, will mir vielleicht irgendwie einen Laptop kaufen und dann höre ich nur durch mein Bildschirmfolienprogramm Grafik, 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 Icon, Icon, Icon. Also die Grafik sind die Produktbilder, aber mir wird nichts gesagt und die Icons sind so Warenkorb-Icons, wo man kaufen kann, aber sagt mir auch nichts. Ich höre nur, ach, das sind ganz viele Bilder und ganz viele Icons. Und dann ist es einfach so, ich bin frustriert, ich gehe schnell wieder weg von der Webseite und denke, okay, ich muss mir vielleicht bei der Konkurrenz einen Shop suchen, der für mich zugänglich ist. Und dann gehe ich eben weg. Und das andere ist eben, wenn die Webseite barrierefrei ist und ich kann da alle Produkte gut einsehen, dann kaufe ich da, dann empfehle ich das vielleicht weiter, trage mich in den Newsletter ein und bin immer wieder Kunde dort. Und das ist sozusagen der Unterschied zwischen, auch der wirtschaftliche Unterschied zwischen einer barrierefreien und einer nicht sehr barrierefreien Webseite. Hier habe ich einige Beispiele von mir aus meiner eigenen Ansicht sozusagen als jemand mit einer Sehbehinderung, was mir die Frage hier sozusagen, dass SEO Journal hat auf Twitter mal eine Umfrage gemacht, wie viele Prozent der Menschen oder beziehungsweise der Website-Betreiber und SEO-Fachleute Barrierefreiheit wichtig finden für Suchmaschinenoptimierung. Wer hier findet, Barrierefreiheit ist wichtig für die Suchmaschinenoptimierung, der bitte mal Hand hoch. Bei der Umfrage kam raus, dass 58% der SEO-Menschen und Website-Betreiber das Thema wichtig finden. Das ist schon mal sehr gut, weil dort, wo ich sozusagen mitarbeite als in der Webentwicklung, da ist es oft so, ich gebe irgendein Feedback, hey, das ist nicht barrierefrei. Und dann sagt mir mein Chef, ja, Barrierefreiheit wurde vom Kunden nicht gewünscht. Und das finde ich wirklich schade, weil dann werden halt sehr viele Chancen auch verpasst. Hier ist mal ein Beispiel für Google, wie die eine Webseite sehen. Zum Beispiel
wenn es jetzt nicht irgendwie KI nutzt, was dann die Bilder ausliest, hat eben Google den gleichen Zugang zur Webseite wie halt zum Beispiel ein Bildschirmvorleseprogramm. Das heißt, auf einem Online-Shop, wo es nur Bilder gibt, ohne Produkttexte, da sieht Google auch nur Bild, Bild, Bild und darunter Icon, Icon, Icon. Aber wenn sozusagen das barrierefrei optimiert ist, dann sieht Google, ach, da kann man T-Shirts kaufen. Oder ach, da geht es um T-Shirts. Oder ach, da geht es um Laptops. Und wenn man darunter nicht nur so ein Kaufen-Icon hat, sondern vielleicht auch eben mit einer Beschreibung oder im Code ist hinterlegt, was dieses Icon bedeutet, dann sagt Google, oh, da kann man was kaufen. Oder ah, da kann man sich anmelden. Und so hat dann auch Google mehr Informationen zur Verfügung, um die Webseite eben auch besser zu ranken. Weitere Erfolgsfaktoren, die von der Barrierefreiheit beeinflusst werden und sich dann auch eben auf die Suchmaschinenoptimierung auswirken kann. Viele Suchmaschinenbetreiber haben auch gesagt, schon explizit, dass sie Barrierefreiheit auch als Rankingfaktor sozusagen berücksichtigen möchten, aber natürlich sind es auch sozusagen direkte Auswirkungen. Wenn ein User auf der Webseite nicht zurechtkommt, dann springt er oft zurück, also ist die Bounce Rate sozusagen höher und sucht dann nach einer Konkurrenzalternative. Wenn ein User mit einem Handicap sagt, oh, da komme ich gut mit zurecht, dann wird es vielleicht auf dessen Blog geteilt und so weiter, hat man mehr Verlinkungen. Und man hat auch allgemein mehr Interaktion, zumindest bei 9% von Menschen in Deutschland mit einer Behinderung hat man auf jeden Fall die Chance, bis zu 9% mehr Interaktion, mehr Käufe und so weiter zu bekommen. Ja, eine Studie von Accessibility Checker hat ergeben, dass Barrierefreiheit mehr Traffic bringt. Und da kann sich jeder mal kurz im Kopf überlegen, wie viel mehr Traffic könnte es denn sein? So, es sind bis zu 12% mehr Besucher, wenn eine Webseite barrierefrei ist. Und da kann sich jeder mal ausrechnen, der weiß, wie viel verdiene ich denn pro Besucher oder pro 1000 Besucher auf meiner Webseite. Und da kann man das mal 12% dazu zählen. Und dann weiß jeder, ob sich oder wie sehr sich dann Barrierefreiheit auch auf den wirtschaftlichen Erfolg seines Unternehmens sozusagen auswirken kann. Ja, ich habe noch ein kleines Geheimnis sozusagen, weil ich ja selber auch eine Sehbehinderung habe. Und das ist nämlich, diese Menschen sind sehr vernetzt, die verschiedene Handicaps haben. Diese Menschen, die sind in Verbänden miteinander verknüpft, sind in Freundeskreisen, sind zusammen zur Schule gegangen. Und so kann sich eine sehr barrierefreie Webseite wirklich auch verbreiten mit Empfehlungen. Zum Beispiel früher war es so, als es gerade mit den Smartphones angefangen hat. Ich bin auf so einer Messe für Hilfsmittel und da sagt mir der Verkäufer, also ich selber habe keinen Screenreader gebraucht, aber für einen Freund, der neben mir stand, ja, wir geben Ihnen die Möglichkeit, ein Handy zu bedienen, das kostet dann aber 4.000 Euro. Und dann können Sie aber auch nur SMS und Telefon benutzen, keine anderen Apps oder Anwendungen. Und dann kam zum Beispiel Apple daher, soll jetzt keine Werbung für die sein, aber die hatten halt schon Bildschirmlupe, Vorleseprogramm und so weiter, alles integriert. Und dann sind halt viele Menschen mit einer Sehbehinderung, zum Beispiel in meinem Freundeskreis, haben alle zum iPhone gewechselt. Und sie dachten, ja, jetzt muss ich ja meine Krankenkasse nicht mehr anbetteln, mir die 4.000 Euro für so eine Software zu geben, mit der ich eh nicht viele Funktionen nutzen kann. Und auch jetzt heutzutage, wo auch Android und andere Systeme gute Barrierefreiheitsfunktionen haben, sind die aus Gewohnheit immer noch bei Apple geblieben. Und so kann es auch sein, wenn du der Erste oder die Erste bist in deinem Markt, in deiner Branche, die sich Barrierefreiheit auf die Fahnen schreibt, dann kauft die Leute erstmal bei dir, weil sie damit mit deinen Produkten am besten zurechtkommen. Und dann, wenn die Konkurrenz nachzieht, haben sie aber schon eine Gewohnheit aufgebaut, eine Verbindung zu deiner Marke und dann bleiben sie vielleicht auch bei dir. Deswegen meine Barrierefreiheitserfolgsformel. Mehr Barrierefreiheit bedeutet, dass mehr Menschen mit deiner Webseite interagieren können, Anfragen stellen können, sich in Newsletter eintragen können, sich registrieren können. Und das bedeutet auch dann schließlich
mehr Empfehlungen und vielleicht deswegen auch mehr Verlinkungen in Suchmaschinen und dadurch zum Schluss mehr Erfolg. Deswegen, Barrierefreiheit bietet wirklich sehr viele Vorteile. Sehr viele Vorteile für dich als Website-Betreiber. Du hast mehr Chancen, Menschen anzusprechen mit deiner Webseite. Auch Barrierefreiheit verbessert auch die User-Experience oft für Menschen ohne Handicap. Du hast mehr Vorteile, mehr Anfragen. Und du nimmst auch deine soziale Verantwortung mehr wahr, die digitale Welt offener zu machen, mehr Chancengleichheit und mehr Inklusion zu bieten. Ja, jetzt haben wir das was geklärt oder das warum. Was ist Barrierefreiheit und warum ist das wichtig für den Erfolg der eigenen Webseite? Jetzt ist natürlich noch die Frage, wie können wir das denn so machen, weil das doch wirklich dann den Effekt hat, den wir am Anfang gesehen haben. Da gibt es natürlich dann auch die Frage, wer ist denn verantwortlich dafür in einem Webprojekt? Sind es die Führungskräfte, die bei Website-Projekten das letzte Wort haben? Sind es die Designer, die sich über die Farben und die Kontraste Gedanken machen? Sind es vielleicht die Entwickler, die die Webseite umsetzen technisch? Oder sind es die Redakteure, die Marketer, die Inhaltsersteller, die die Seite mit Leben und mit Text befüllen? Ich kann sagen, es sind alle davon. Und für jede dieser Rollen habe ich ein paar praxisorientierte Tipps mitgebracht, die Sie jetzt sofort dann auch umsetzen können. Für Führungskräfte ist es so, Sie können natürlich Ihr Team erstmal sensibilisieren und schulen für das Thema, dass deine Mitarbeiter wissen, die mit Webseiten zu tun haben, was ist Barrierefreiheit, warum ist es wichtig und wie kann ich das umsetzen. Es könnte sein, dass man sie auf Konferenzen schickt, Online-Kurse sie machen lässt, da gibt es sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Zweitens, Zeit im Projekt schaffen, weil manche der Leute, mit denen ich mal zusammengearbeitet habe, die haben gesagt, ja, Barrierefreiheit ist vielleicht ganz wichtig, ganz schön. Aber das ist ja noch ein nice to have, das können wir machen, wenn wir noch genug Zeit haben vor der Projektdeadline. Aber wer von euch hat dann noch massig Zeit am Schluss kurz vor der Projektdeadline, um noch was ganz Neues anzufangen? Und außerdem, da muss man ja auch viel wieder umwerfen. Stell dir mal vor, du hast gemerkt, oh, der Kontrast ist schlecht. Dann musst du das ganze Design nochmal anpassen. Deshalb, wenn man es von Anfang an schon einplant, dann kannst du dir doppelte Arbeit ersparen. Für Designer ist es auf jeden Fall sehr wichtig, sich Gedanken zu machen über den Kontrast. Ist der gut genug, hoch genug, dass auch wirklich alle Leute erkennen können, okay, was ist jetzt der Vordergrund, was ist der Hintergrund, was ist wichtig. Für sie ist auch wichtig zu schauen, wie ist es denn, wenn jemand einen großen Text einstellt? Wenn jemand in seinem Windows oder in seinem Browser 300% Textvergrößerung einstellt, kann mein Design jetzt aushalten oder ist es dann komplett zerschossen? Und es ist natürlich auch wichtig, eine Konsistenz des Layouts sozusagen aufrechtzuerhalten. Nicht, dass mal das Hauptmenü oben groß, dick und blau ist und dann mal rechts unten klein und gelb, sodass auch Leute entweder die und Internet unerfahren sind oder die vielleicht auch eine Lernbeeinträchtigung haben, dass diese Menschen immer wissen, wo sie sind. Für Entwickler ist es wichtig, dass sie Icons beschriften. Zum Beispiel, stell dir mal vor, du hast eine Webseite, wo du Pizza anbietest und da gibt es so ein kleines Menü, so ein kleines Icon, wo ein Hamburger drauf ist und ein Getränk und das soll einfach sagen, hier, bestell dieses Menü, bestell dieses Gericht. Und das ist nicht beschriftet. Dann weiß niemand, okay, was soll ich jetzt mit dieser, niemand, der einen Screen benutzt, was soll ich jetzt mit dieser Schaltfläche? Deswegen, wenn du dann beschreibst, als Title Tag hier Essen bestellen, dann weiß jemand, ah, okay, das kann ich mit dieser Webseite tun. Wichtig ist auch, dafür zu sorgen, dass, wenn ihr Captchas habt auf einem Anfrageformular, dass die für alle Menschen zu bedienen ist. Stell dir mal vor, du hast eine Captcha, wo da draufsteht,
tippe ein, was du siehst und du kannst aber nicht sehen. Dann sagst du, ich würde bei diesem Unternehmen gerne eine Dienstleistung anfragen, aber ich kann nicht. Und dann sucht man sich halt einen anderen Dienstleister. Also Entwickler haben wirklich einen großen Einfluss darauf, wie barrierefrei die Webseite ist. Und auch Redakteure haben großen Einfluss drauf. Oft ist es so, dass Leute irgendwelche Überschriften sich zusammenklicken und danach gehen, wie die aussehen und nicht welche, sozusagen, welche Sortierung die haben. Also dann gibt es auch mal eine H3 und dann eine H1 wieder und dann eine H4. Deswegen, Google mag das auch nicht so gerne, schaut also, dass die Überschriften logisch Sinn machen, auch für jemanden, der einen Screenreader benutzt und sich da an Sprungmarken entlanghangelt. Es ist wichtig, dass ihr vielleicht so verständlich wie möglich schreibt, dass gerade jemand, der eine kognitive Beeinträchtigung hat oder einfach noch nicht so firm ist in Deutsch, dass diese Person das mitbekommt, was sie sagen wollt. Deswegen mit Fachwörtern sparen und einfache Satzstrukturen wählen, wo möglich ist. Auch wenn ihr Verkaufsvideos habt oder Erklärvideos von euren Produkten, dass die Untertitel haben, sodass Menschen mit einer Hörbehinderung, dass diese Menschen trotzdem mitbekommen, was ihr verkauft, was ihr anbietet. Auch ich habe schon an einigen barrierefreien Webseiten mitgearbeitet, zum Beispiel für einen Bekannten. Und da war es dann so, die verkaufen Ferienhäuser und die haben dann so eine Karte. Wie schafft man das? Zum Beispiel, das ist eine meiner Herausforderungen, dass die Karte Tastatur zugänglich ist und dass die ganzen visuellen Informationen dort barrierefrei sind. Was auch für mich schwierig ist oder allgemein eine Herausforderung darstellt, sind externe Anbieter. Wenn man irgendeinen externen Anbieter anbindet, irgendein Plugin, dessen Barrierefreiheit kann man ja gar nicht beeinflussen. Wie schafft man es, dass man nicht alles selber programmieren muss, sondern auch auf Plugins, auf Erweiterungen von anderen zurückgreifen kann, obwohl man nicht beeinflussen kann, wie barrierefrei die gestaltet sind. Auch bei so multimedialen Angeboten wie zum Beispiel 3D-Rundgängen gibt es dieses Problem, wie man das Tastatur zugänglich macht. Zum Beispiel habe ich hier versucht, bei der Campix 3D-Tour Enter zu drücken, Tab zu drücken, verschiedene Tasten zu drücken, um das zu starten, aber da stand nun mal Click to Start und das, wenn jemand nicht klicken kann, ist das natürlich ein Problem. Das sage ich jetzt nicht, um die Campix schlecht zu machen. Die Campix ist ein super Event und das Feature hier ist auch sehr gut. Aber nur als kleines Beispiel mal. Deswegen habe ich zum Schluss noch eine kleine Botschaft für dich. Wir alle werden irgendwann älter oder haben vielleicht auch einen Unfall oder eine Krankheit oder sonst irgendwas, dass fast jeder von uns irgendwann mal eingeschränkt ist in der Hörfähigkeit, in der Sehfähigkeit, in der Beweglichkeit. Deswegen, lasst uns nicht nur für andere Menschen, aufgrund von anderen Menschen, Webseiten barrierefrei machen. Lasst uns an unser zukünftiges Selbst denken, dass auch, wenn es gerade mal eine Behinderung oder Beeinträchtigung gibt, auch gerade dann die Vorteile der digitalen Welt nutzen möchte und nicht davon ausgeschlossen werden möchte. Vielen Dank.